Bitte schön. Danke. Danke, Herr Gröber, für die nette Einführung. Danke auch für die Einladung, dass ich abermals hier sprechen darf. Und dieser Dank gilt vor allen Dingen auch Professor Spitz. Und danke auch für die Organisation dieses tollen Events. Das habe ich letztes Jahr schon hoffentlich deutlich zum Ausdruck gebracht, wie wichtig diese Veranstaltung für die Menschen sind, die therapeutisch sinnvoll wirksam sein wollen. Mein Thema des heutigen Tages sind mehr oder weniger unsere Möglichkeiten, durch Umweltfaktoren, Lifestyle-Faktoren auf chronische Erkrankungen, am Beispiel einer Autoimmunerkrankung der Multiple Sklerose, hier darzulegen. Das ist ein sehr dankbares Thema, weil man glücklicherweise mittlerweile sehr viel machen kann. Vorhin beim Vortrag von Herrn Müller war ich schier verzweifelt, weil die Perspektive so düster aussah. Als dann Professor Spritz nochmal gefragt hat, irgendwie sozusagen, was man machen kann, war ich dann eigentlich Herrn Müller sehr, sehr dankbar, irgendwie, dass er diese Perspektive nochmal gewechselt hat, in dass wir viel machen können, weil seitdem ich Kinder habe, weiß ich, wie wichtig es ist, dass Geschichten immer gut ausgehen. Und so auch heute. Umweltfaktoren, Lifestyle-Faktoren. Dass wir da Probleme haben, das ist gewahr. Die Zahlen könnten eindeutiger nicht sein. Ich habe hier mal ein Beispielchart rausgesucht. Das sind die Immunsuppressiva. Und wenn man sich anschaut, was alleine hier noch nicht mal 20 Jahren mit der Menge dieser Medikamente, die unser Immunsystem supprimieren, weil ich irgendwo es nicht mehr beherrschbar, weil es nicht mehr beherrschbar ist, dann haben wir hier eine Verachtfachung, noch nicht mal in 2 Jahrzehnten. Das ist eine Evidenz dafür, wie stark die Prävalenz dieser Krankheiten, der chronischen Erkrankung und vor allen Dingen auch der Autoimmunerkrankung zugenommen hat. Jeder, der als Kollege und als Therapeut tätig ist in dieser großen Entität von Erkrankung, weiß, wie viel Leid hinter diesen Krankheiten steckt. So, Cochrane Review hat sich unter anderem damit beschäftigt, was es für alternative Ansätze gibt. Und unter anderem ist diese Zahl dort zu lesen. 75% der Betroffenen wenden sich auch zusätzlich oder ausschließlich alternativen Ansätzen zu. Ja, warum? Und warum sind das nicht 100%? Das müssten 100% sein, wenn man sich mal anschaut, was im Beispiel der Multiplen Sklerose, eine Autoimmunerkrankung mit neurodegenerativer Komponente, entzündlicher Komponente, infektiologischer Komponente, genetischer Komponente, mit sehr vielen unterschiedlichen klinischen Bildern, ja. Wenn man sich dort mal die gängigsten Medikamente anschaut, das ist Herr Hesen aus Hamburg, hat das in einem Chart irgendwie sehr, sehr schön zusammengefasst, ja, dann sind das ganz, ganz erschreckende Zahlen. 3 von 4 im akuten Cortisonschub haben keinen Nutzen. 75%. Ja. 91 von 100 Patienten haben keinen Nutzen in der Interferontherapie. Das sind ganz schlechte Zahlen für Medikamente, vor allen Dingen auch in dem Antikörperbereich, die horrende Summen verschlingen. Also frage ich mich, warum sind das nur 75%? Das müssten mehr sein. Die müssten ihre Gesundheit in die Hand nehmen und nicht nur dem Medikament vertrauen, weil eine Erkrankung wie die Multiple Sklerose ist, wir haben es schon oft gehört irgendwie, und es ist keine Phrase, es ist ein ganz wichtiges Wort, multikausal. Wir sind Organismen, Multizeller, wir sind eingebunden in Systeme, in ganz, ganz viele Systeme, und ein Wirkmechanismus mit einem Medikament herauspicken zu wollen und da drauf zu schlagen bei einer solchen Krankheit mit so vielen, vielen Ursachen, das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber was immer ist, sind die Nebenwirkungen, die zum Teil horrende sind. Ja. Bei den Interferonen sind sie sehr häufig, aber nicht ganz so schlimm. Bei den Antikörpermedikamenten stehen da tödliche Bedrohungen wir uns gegenüber, die Gott sei Dank nicht so häufig sind. Aber wie die PML zum Beispiel, ja, einer von 200 bis 400 Patienten erleidet irgendwie diese Krankheit, die tödlich ausgehen kann. Also, das ist das, was wir uns anschauen müssen. Ja, das sind sicherlich Gründe, die einen Menschen krank machen oder die einen Menschen davon abhalten, krank zu werden. Umwelt ist ein sehr, sehr großes, weites Thema. Es gab jetzt im Ärzteblatt ein Artikel bei Glutenkontakt mit dem Endothel.
Okay, das war der Schlussakkord. Herzlichen Dank.